Und zwar ziehen wir uns jetzt den letzten Teil von Erich von Däniken im Gespräch mit Ken Jebsen rein. Es sind die Fantasten, die die Welt verändern und nicht die Bam. Erbsenzähler. Archäologie hat es vor 120 Jahren nicht gegeben. Das begann alles mit ein paar reichen Engländern, die irgendwo in ihren Kolonien Zeug geklaut haben. Diese Ausreden, die sich heute unter uns befinden, die wissen, wie wir uns verhalten. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt den letzten Teil von Erich von Däniken im Gespräch mit Ken Jebsen rein. Ist eine wilde Geschichte und ich enjoy das sehr, mir das Gespräch anzugucken. Es macht auf jeden Fall Spaß und ja, deswegen gehen wir jetzt in den letzten Teil rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Kommt gerne mal auch mit auf Twitch vorbei, unten verlinkt. Discord natürlich auch unten verlinkt, wo ihr quasi Videovorschläge reinschicken könnt. Da wäre ich euch auch dankbar für, wenn da wieder mehr kommen würde. Alle verschiedenen Richtungen, alle verschiedenen Arten von Themen könnt ihr mir da zur Verfügung stellen und ich entscheide dann, auf welches Video ich reagiere. Deswegen fetzt da auf jeden Fall mal ein paar neue, coole Videos rein. Und wir gehen jetzt rein in den Talk. Let's get it on. Los geht's. Herr von Däniken, würden Sie sagen, dass das, was Ihr Lebenswerk ausmacht, in Form auch im Grunde eine Form von Religion und von Glauben ist, dass man das glauben muss? Eben nicht. Genau deswegen störe ich mich. Ja, nicht glauben, sonst wird das, was ich betreibe, zu einer Sekte. Das ist das Hinterletzte. Die Bücher lesen, die Argumente kontrollieren. Kontrollieren, soweit sie Zeit und Möglichkeit haben. Stimmt das überhaupt? Und sich dann selber auf die Suche machen? Jein. Also wenn sie das Geld haben, dann können sie selbstverständlich um die Erde reisen und schauen, stimmen die Figuren überhaupt. Der Däniken behauptet, da gibt es in Tula, Tula ist ein Ort in Mexiko, gibt es die Statuen, die hätten Viva la Mexico. Ausländische Waffen in den Händen. Stimmt das? Dann können Sie hinreisen und das prüfen. Aber was Sie von zu Hause machen können, ganz einfach die Bücher prüfen. Sie können heute von jeder Bibliothek erhalten die Bücher. Also in meinem Buch zum Beispiel, lesen Sie, da hat es einen Atombombeneinsatz gegeben, Waffeneinsatz, und Sie lesen das im Mausola Purva. Was ist... Jeder von uns sollte eigentlich so mit Informationen umgehen. Nicht einfach irgendwelche Dinge glauben, sondern immer selber, vor allen Dingen auch auf sein Gefühl hören. Das ist auch ein wichtiger Indikator, was viele heutzutage, glaube ich, vernachlässigen, dass wir auch so einen inneren Kompass haben, was Göttliches in uns, das Bauchgefühl, was uns auch schon eigentlich immer in die richtige Richtung schickt bzw. leitet und uns bestätigt oder von Dingen abhält, so dahin hören. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und dann so viele Informationen wie möglich sammeln, eigenen Menschenverstand einschalten, Bauchgefühl mit einschalten und dann eine vernünftige Entscheidung treffen, so, weißt du, wie ich meine? Und nicht einfach blind irgendwelchen Menschen vertrauen, auch mir nicht oder ihm nicht oder kennen nicht und auch nicht Klaus Schwab oder Lauterbach oder dem Fernsehen, sondern immer schön versuchen, die Dinge wirklich zu verstehen im Endeffekt, so. Und immer schön auch selber darüber nachzudenken und nicht eins zu eins einfach Sachen zu übernehmen, ohne die wirklich durchdacht zu haben, so. Ich glaube, so machen das viele heutzutage und es ist nicht wirklich gesund. Deswegen habe ich auch das Gefühl, es gibt kaum noch Menschen mit einer Meinung da draußen, weil die alle einfach nur kopieren, was der andere gesagt hat, so mäßig, weißt du? Mausola Purva, da lesen die in Klammer die Quelle, fünftes Buch des Mahabharata, Kapitel sowieso, sowieso. So zu Hause können Sie zumindest das kontrollieren. Stimmt das? Gibt es diese alten Texte? Ich rede von einem Henoch. Henoch habe die Sprache von Ausreden gelernt, sei hochgenommen. Ja, stimmt denn das? Das können Sie kontrollieren. Ein Buch Henoch liegt inzwischen in Deutsch vor. So, Sie können sowohl hingehen, sehen, stimmen die Kulturen, aber glauben so. Übrigens auch aus der Bibel verbannt, der Laden, ne? Sie nicht. Sie sollen es prüfen. Und wenn Sie anderer Meinung sind, ich finde es großartig, da kommt eine Diskussion in Gang. Also Sie möchten, dass die Menschen wieder auch mit der Fantasie an die Wissenschaft rangehen? Die Wissenschaft. So, es gehört zusammen, Mann. Fantasie, Spiritualität und Wissenschaft. Das kannst du nicht voneinander trennen. So, wenn wir das voneinander getrennt hätten von Anfang an, dann würde es gar keine Wissenschaftler geben, weil die meisten Wissenschaften und die meisten Dinge, die erforscht wurden und die heutzutage gelten, waren vorher auch nur bei einem Wissenschaftler in der Fantasie und dann hat er angefangen, versucht, diese Dinge auszurechnen und zu beweisen. So funktioniert das. Du bist erstmal in der Fantasie unterwegs, weißt du, stellst Theorien auf und dann guckst du, Alter, könnte da was dran sein. Dann kommt ein anderer, versucht es zu widerlegen und dann tauscht man Argumente aus und so kommt man überhaupt weiter. Beginnt eigentlich immer mit Fantasie. Es sind die Fantasten, die die Welt verändern und nicht die Bam. Erbsenzähler. Die Wissenschaft ist aber normalerweise mit beiden Beinen auf dem Boden. Jetzt müssen wir immer unterscheiden. Die exakte Wissenschaft ist nicht dasselbe wie die Sammelwissenschaft. Die exakte Wissenschaft, das ist Physik oder Mathematik. Ich meine, 4 mal 4 gibt immer 16. Und die Atombombe funktioniert immer unter den und den Bedingungen, etc. Die Sammelwissenschaft ist eine andere Geschichte. Anthropologie, Abstammungslehre, Archäologie, das sind alles Gegenstände, die wir einsammeln und dann ordnen. Und dann versuchen wir aus dem Chaos eine...
Gut gesagt, Bruder. Ordnung zu bringen. Also eine Interpretation zu liefern, genau, die in unser Weltbild passt. Das passt in die und die Kultur. Schau, Archäologie hat es vor 120 Jahren nicht gegeben. Das begann alles mit ein paar reichen Engländern, die irgendwo in ihren Kolonien Zeug geklaut haben. Digga, geiler Typ, Bro. Gerade spricht er mir voll aus dem Herzen. Zeug geklaut haben nach Hause. Und dann hat man es mal ordnen müssen. So entstand das Britische Museum. Lassen Sie uns in die Gegenwart zurückkehren. Welche Gedanken machen Sie sich denn, was die Gegenwart angeht? Oder sind Sie so in fernen Welten, dass Sie aufhören, die Zeitung zu lesen und sich anzuschauen, was wir hier machen? Ich blättere jeden Tag. Ja, also würde ich auch jedem von abraten, so. Weil das sind nur Nachrichten, nach denen du dich richten sollst, und keine Informationsquellen. Ein paar Zeitungen durch, und zwar politisch immer linke und rechte. Ich will immer beides wissen. Die lässt den Tagesspiegel und lässt die Welt, und das spielt keine Rolle, aber auch in der Schweiz. Nein, ich will informiert sein. Nachrichten, die langweiligen mich schon eher, weil unsere heutige Presse ist nicht die Lügenpresse. Ich bin dagegen, das Wort Lügenpresse. Die Journalisten, die ich kenne, und damit will ich jetzt kein faules Kompliment machen, das sind alles keine Lügner. Die sind alle dankbar, wenn ihre Artikel erschienen, so wie sie sie schreiben etc. Was ich der Presse zum Vorwurf mache, und das international, wir sind eine Verschweigerpresse. Es gibt bestimmte Themen, die greifen wir nicht auf, eben weil wir vernünftig sein wollen. UFO, lächerlich, das greifen wir nicht auf. Es gibt Tabus, sagen Sie. Es gibt Tabus, die greifen wir nicht auf. Und eben auch bei aktuellen Themen so. Es gibt Meinungen, die greifen wir nicht auf. Und es ist ja immer schlimmer geworden, so, weißt du, wie ich meine? Es gibt Meinungen, da darfst du nicht drüber reden. Die werden in der Presse nicht abgedruckt, so. Eine Meinung vom Wodak in der Corona-Zeit wurde nicht gezeigt, wurde nicht gegeben. Obwohl das ein Wissenschaftler ist aus Deutschland, der seine eigene, ja, der selber halt studiert hat, genauso studiert hat wie andere Wissenschaftler, die das Gegenteil von ihm behauptet haben. Aber seine Stimme wurde halt komplett unterdrückt, so. Meinungen werden unterdrückt, es wird nicht mehr alles gezeigt, was eigentlich existiert, sondern es wird nur das gezeigt, nach dem wir uns richten sollen. So. Deshalb, weil wir ja vernünftig sein wollen. Schau. Hat aber nichts mit Vernunft zu tun, das ist bewusste Unterdrückung. Jedes Medium, ist das eine Fernsehanstalt, ist das ein Magazin, ist das eine Zeitung, egal, ein Radio, jedes Medium hat irgendwo dahinter einen Besitzer. Der Besitzer kann jetzt der Staat sein oder die Gewerkschaft oder eine politische... So, da sind wir jetzt da, Erich, da sind wir jetzt da. Oder eine reiche Familie, egal wer. Und die Besitzer wollen seriös sein. Sie wollen ernst genommen werden mit ihren Botschaften, die sie rauslassen. Jetzt ist ein Thema außerirdische UFO nicht ernst in der Gesellschaft. Also will man sich nicht lächerlich machen. Es geht nicht um Verschwörungstheorien. Die Typen, die ich kenne, die Chefredakteure, auch die Professoren, das sind alles grundehrliche Menschen. Verschwörungstheorien, vergiss es. Wir können es nicht anbringen. Der Zeitgeist ist noch nicht reif. Und da arbeite ich ein ganz klein bisschen, um den Zeitgeist zu verändern. Mhm. Wie ist es um den Zeitgeist in der Schweiz bestellt? Unterscheidet er sich vom Zeitgeist in Peru, Südamerika und Moskau? Ja, schon. Weil der Schweizer ist ein sturer Bock. Der Schweizer ist so erzogen worden, dass er immer sich überall einmischen muss. Ist das so? Ja, das ist so. Echt, Digga? Dann habt ihr ja viel gemeinsam mit den Germans, Digi. Ich dachte, der ist zurückhaltend, der Schweizer. Nein, nein, deshalb auch die Demokratie, und die funktioniert gut. Ich dachte, die Deutschen sind sturer als Schweizer, so vom Gefühl her, wenn ich in der Schweiz immer war und so. Ich habe das Gefühl gehabt, die sind ein bisschen lockerer. Also der Stock ist nicht ganz tief drin hinten, weißt du? Schon drin auch, aber nicht ganz so tief. Wir haben in der Schweiz, wie überall in der Welt, alle Parteien, also von den Kommunisten, von den Linken, von den Rechten. Macht nichts aus. Hier wird alles diskutiert und die Mehrheit gewinnt und die Mehrheit ist vernünftig. Nee. Der durchschnittliche Widerspreche ich hundertprozentig. Schweizer ist die Mehrheit ist nicht, nee. Die Mehrheit ist nicht vernünftig. Die Mehrheit ist gebrainwashed so. Die Mehrheit denkt, sie ist vernünftig, wenn sie sagt, dass Ungeimpfte gefährlich sind und sich dann irgendwie so einen mRNA-Impfstoff reinhauen im Endeffekt, so, weißt du? Aber das hat nichts mit Vernunft zu tun. Die Vernünftigen sind eigentlich die, die es nicht gemacht haben, so, weißt du? Und das ist die Minderheit. Im Grunde genommen. Um jetzt mal ein Beispiel hervorzunehmen. Ein vernünftiger Mensch, und deshalb sind die Entscheidungen, die demokratisch gefällt werden, im Grunde genommen richtig. Demokratie ist auch so eine Sache, die gar nicht mehr richtig existiert, meiner Meinung nach, so, weißt du, weil wir als Bevölkerung und als Menschen nicht wirklich was mitzuentscheiden haben. Wir haben nur das Gefühl, wir können teilweise Dinge mitbestimmen, aber am Ende des Tages können wir nicht wirklich Dinge mitbestimmen, weil wir wählen dann irgendeine Partei, wo wir denken, dass sie das umsetzen, was sie uns vorher auf Wahlplakaten erzählt haben, dann wählen wir die, dann kommen die in die Regierung und dann machen die genau das Gegenteil.
Was habe ich denn jetzt im Endeffekt dann bewegt so? Nichts. Scheindemokratie. Man kann darüber streiten und vielleicht in 10 Jahren hat sich der Zeitgeist wieder geändert. Das ist eine andere Geschichte. In vielen anderen Ländern aber, Sie haben Stichwort gegeben, Südamerika, Peru, ist es anders, weil da herrschen im Grunde genommen eher Diktaturen unter dem Mäntelchen. Nadine, ich küsse deine Zirbeldrüse. Danke für die 290 Bits. Liebe geht raus. Gang. Demokratie. Es wird alles ein bisschen verbogen und geschoben und so, dass es dann halt zurechtklappt. Ich bin dankbar, dass wir die Schweiz noch haben und dass wir so leben. Mhm. Herr von Dinningen, lassen Sie uns mal in die Zukunft denken. Und in der Schweiz ist natürlich auch ein bisschen anders, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Da gibt es ja auch noch sowas wie Volksentscheide. Da gibt es ja wirklich Themen, wo die Bevölkerung gefragt wird, wo die dann wirklich zu einem gewissen Thema einfach abstimmen können. So, und dann schauen und dann quasi die Mehrheit entscheidet auch so. Und das ist schon eine Sache, die gibt es bei uns in Deutschland zum Beispiel gar nicht mehr so wirklich, weißt du? Und deswegen, da ist es schon ein kleiner Unterschied auf jeden Fall. Also angenommen, ob das so ist, dass wenn die wirklich, also ob die da nicht auch irgendwie rumfälschen können und das manipulieren können, auf jeden Fall. Nee, ob die das machen, weiß ich natürlich nicht so. Und werden die Menschen indoktriniert und gebrainwashed und denken, die treffen eine Entscheidung, die gut für sie ist, die ist eigentlich gar nicht, kann auch passieren, aber wenigstens... Weißt du, kannst du noch hingehen, eine Stimme abgeben und die hat dann auch einen Wert irgendwie, wenigstens gefühlt, Digi. Man hätte akzeptiert, okay, es gibt Außerirdische, man muss mit denen ja nicht jetzt jeden Tag Kontakt haben, aber man akzeptiert, es gibt die, das kommt in den Hauptnachrichten. Was würde sich auf diesem Planeten ändern? Unglaublich viel. Tatsächlich? Unglaublich viel. Okay. Wir haben das Thema schon kurz angegriffen, wir haben über 1000 Religionen. Würden doch nicht in Luft auflösen, die Religionen. Nein, nicht, nein. Schau. Nehmen wir für eine Minute an, ich hätte mal recht mit meiner Idee. Wir wären vor Jahrtausenden von Außerirdischen besucht worden. Da muss die nächste Frage lauten, ja, und woher kommen die? Jetzt sagen wir, die sind wiederum von einem anderen System infiziert worden und die anderen wieder von einem anderen. Jetzt spielt man das Spiel zurück über Millionen von Jahren. Irgendwann landen wir an einem Startpunkt. Am Ende der Fahnenstange. Und da werden wir ganz klein und fragen uns mit der Religion bescheiden, was ist das? Dann sagen wir, hier ist Gott. Hier ist der grandiose Geist der Schöpfung. Wir kommen nicht mehr weiter. Auch die Urknalltheorie hilft uns nicht in der Physik. Woher kommt das Uratom? So. Die Menschheit würde bescheidener werden. Aber zuerst mal drehen wir durch. Ich sage, wir würden die Religionen verlieren, aber nicht Gott. Die Religionen werden sich anpassen. Die großen Religionen werden sagen, die muslimische Welt, wir haben Allah, den haben wir doch immer schon gehabt. Die christliche Welt, wir haben Gott, Gott Vater etc. haben wir immer. Was auch alles das Gleiche ist, meiner Meinung nach. Gibt's keine Trennung. Man wird weiter beten, weiter sich treffen in Tempeln und Kirchen. Aber würde es nicht das gesamte Weltbild verändern? Das ist total. Würden die Menschen den Boden unter ihren Füßen verlieren? Weil das ja das hat es ja nicht gegeben. Das ist ja, wenn man sich erinnert, es gab ja Zeiten, wo. Schon eine spannende Frage auf jeden Fall, wie die Menschen darauf reagieren würden, wenn es Facts wäre, dass wir quasi auch halb Außerirdische sind vielleicht. Spanier auf Pferden nach Südamerika sind und die sie dort sahen, dachten, das wäre eine Einheit, ein Wesen. Dann stiegen sie vom Pferd und plötzlich, wie wäre das für den Menschen, wenn plötzlich ja riesige, gigantische Raumschiffe, wie man das aus Science-Fiction kennt, plötzlich über diesem Ort parken würden oder eben über Berlin zum Beispiel und da würden dann Menschen aussteigen, ja, die sich einigermaßen angepasst hätten und würden einfach Kontakt mit der Regierung aufnehmen. Wie käme das rüber? Ich glaube, die würden keinen Kontakt mit der Regierung aufnehmen. So. Ich glaube, die würden Kontakt mit echten Menschen aufnehmen. Also mit realen Herzensmenschen, mit Menschen, die das auch verstehen würden, so, was die quasi uns sagen wollen. Weißt du? Wenn es die gibt und wenn die uns auch beobachten, dann wissen die ganz genau, dass diese Regierungs... Die werden die ausradieren, so schnell wie möglich, glaube ich. Glauben Sie, dass... Am Anfang einer Katastrophe, aber die Fremden wissen das. Die haben uns beobachtet, wir sind Ableger von ihnen. Die wissen zum Vornherein, wie wir reagieren. Sind wir krass. Kinder, dass man sagt, die sind noch nicht reif dafür? Müssen genau, sich das so genau das ist es. So Hypothese. Die beobachten uns und wissen, wann wir reif sind. Sie werden den Kontakt erst dann machen, wenn eine Mehrheit dieses Planeten keine Angst mehr hat vor Außerirdischen. Mhm. Angst. Herr von Dinningen, wann soll das denn sein? Die Leute haben ja sogar Kontakt vor Inländern. Also, und von Nachbarn aus dem außereuropäischen Raum. Ich erzähle Ihnen eine verrückte Geschichte. Ihre Frage war, wann sollte das sein? Geiler Talk, ich schwöre dir. Vor 40... Die Aliens reden mit Joe Biden. Die sehen doch, den Typ kann nicht mal, der kriegt nicht mal einen geraden Satz mehr zusammen. Der kippt um beim Reden. Mit dem brauchen wir nicht zu reden, Digi. Der ist over, der Cousin. In 50 Jahren gab es Menschen, die haben behauptet, sie seien entführt worden von Außerirdischen. Ich hielt das immer für einen totalen Käse. Ich dachte, was erzählt ihr nur für einen verdammten Mist? Entführt von Außerirdischen. Ich muss es hier kurz machen.
Dann kamen einige Bücher raus von gescheiten Leuten, dass Menschen tatsächlich entführt worden sein sollen. Unter anderem Professor Dr. John Mack. Mack ist der Harvard-Professor, Amerikas Elite-Universität. Er hat ein Buch geschrieben, Abductions, Entführungen. Wir haben uns lange unterhalten. Der sagte mir, Erich, es ist passiert damals, dass von Männern Spermaproben entnommen worden sind und von Frauen Eiproben. Und die haben Kinder produziert in vitro, also im Reagenzglas. Das sind alles irdische Kinder, aber mit ihrem genetischen Material, die laufen heute herum. Also genmanipuliert. Genmanipulierte Dinge. Menschen wie du und ich, die meisten sind sogar hübsch, wir merken es nicht mehr und die reden unsere Sprache. Auch wenn es nur 500, 600 sind, die wissen ganz genau, wie wir ticken, wie wir funktionieren. Dass ihr plötzliches Auftreten Chaos verursachen würde, Krieg verursachen. Heftig, Digga, das ist schon geil, Digga, ich schwör's dir, stell dir vor, die kommen runter, ja. Ich bin da auf jeden Fall, Jungs, mit mir könnt ihr chillen, Digga, macht euch keinen Kopf, ich bin ready. Machen würde, Rechthaberei, da käme die eine Gruppe wieder und sagt, wir haben doch immer Recht gehabt, wir haben das immer gesagt, ihr habt es nur missverstanden, etc. Die warten, die verändern den Zeitgeist und das passiert, diese Zeitgeistveränderung. Wir haben ein Phänomen wie sogenannte Kornkreise. Jetzt sind wir vernünftige Menschen, jetzt suchen wir zuerst nach vernünftigen Erklärungen für die Kornkreise. Dann sagen wir, also wir hacken eine vernünftige Erklärung nach der anderen ab. Stell dir vor, die reden wie wir, Digga. Stell dir vor, die kommen runter lange. What's up, man? Love, lock it in, motherfuckers. Geil, Digga. Es waren rammlige Schweine, es sind Mäuse, es sind Pilze, egal was. Es sind Menschen. Was. Wenn wir das alles abgehackt haben, sagen wir, es sind Menschen. Es müssen Fälschungen sein. Dann finden wir selbstverständlich Fälscher, die zugeben, man kann es filmen. So, jetzt hast du alles abgehackt, die natürliche Erklärung und die Fälscher. Und jetzt machen die Ausländischen immer noch verrücktere Zeichen. Und zwar in wenigen Minuten wird gefilmt. Riesige Gebilde, wahnsinnig komplizierte. Jetzt kommen wir nicht mehr weiter mit den vernünftigen Erklärungen und den Fälschern. Jetzt sind wir gezwungen, Himmel, was passiert da? Ist da irgendeine fremde Technologie oder meinetwegen eine Dimension, die mit uns versucht zu kommunizieren und wir sind noch zu blöd, um es zu schnallen? Man zwingt uns daran, dazu, den Zeitgeist zu verändern. Und wir verändern ihn ja an, sonst würden wir zwar das Gespräch hier nicht führen. Sie meinen also, ich brauche nur ein wenig Geduld. Nochmals, ich habe den Faden übrigens verloren, das wollte ich gerade zu Ende bringen. Gut, dass Sie mir auf die Sprünge helfen. Diese Ausreden, die sich heute unter uns befinden. Wie gesagt, habe ich auch in der letzten Reaction schon gesagt, Respekt habe ich vor ihm auf jeden Fall auf die Art. Guck mal, der ist schon ein älterer Mann, so, der hat so viel Wissen in seinem Kopf und der kann es so klar und deutlich rüberbringen, dass wir das auch verstehen, auch Leute, die sich noch nie mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. So. Und dafür alleine schon von mir Respekt auf jeden Fall. Sowas respektiere ich hart. Menschen, die so ein krasses Wissen sich angeeignet haben, eigene Theorien aufgestellt haben und die vernünftig kommunizieren können, dass die meisten Menschen das verstehen können. Wild. Die wissen, wie wir uns verhalten. Und deshalb warten sie wegen der Geduld. Man hat Gespräche geführt mit diesen Leuten, darüber gibt es auch eine Wissenschaftsliteratur. Hat gefragt, wann kommt ihr dann? Wann ist denn das da? Wann eure Väter oder weiß ich was, Brüder, dass sie sich zeigen? Und dann haben sie immer gesagt, bald. Und ein Wissenschaftler sagt, ja, bald, was ist bald? Bald ist ein Begriff, meint ihr bald übermorgen? Meint ihr 1000 Jahre? Nein, einfach bald. Ja, was ist bald? Also ich würde schätzen, das geht noch so 10, 20 Jahre. Dann ist die Gesellschaft so reif, dass wir nicht mehr schockiert sind. 10, 20 Jahre, Digi, dann kriegen wir das auf jeden Fall mit, meine lieben Freunde. Wer könnte sich das vorstellen? Eins in den Chat. Und dazu noch ein Gedanke, schockiert sind alle die Menschen, die Angst haben. Dass die Jungs innen quasi in den nächsten 10 bis 20 Jahren hier mal runterkommen und uns mal einen Besuch abstatten sollen. Get up, ja Maniacs, wir sind da jetzt. Vor Ausreden. Zum Beispiel der amerikanische Superastrophysiker, nein, der britische Hopkins, er sagte, wir sollten keine Signale hinausschicken ins Universum von uns Menschen und die Fremden aufmerksam machen auf uns, da sind wir. Es könnte ja auch bösartige Ausreden geben. Hat völlig recht, es könnte bösartig geben. Aber alle Menschen, die Angst haben davor, die sagen, die könnten uns ja umbringen, übernehmen. Wenn die uns hätten umbringen wollen, hätten sie seit Jahrtausenden immer tun können. In der ganzen Mythologie waren die Götter immer die Lehrmeister. Es waren die Götter, die die Menschen unterwiesen haben. Lesen die Diodor von Sizilien, Historiker so 100 nach Christus, der hat 28 Geschichtswerke geschrieben. Der schreibt im zweiten Band, es waren die Götter, die den Menschen beigebracht haben, sich gegenseitig nicht mehr aufzuessen. Es waren die Götter, die den Menschen die Sprache beigebracht haben. Das ist ein Busch, das ist ein Vogel, das ist ein Zelt, das ist der Himmel. Ein Wasser ist nicht dasselbe wie ein Busch, die Unterschiede zu machen etc. Es waren die Götter, die den Menschen beigebracht haben, wie man Straßen baut. Dasselbe bei Apollo in Griechenland. Es waren die Götter, die Lehrmeister waren, weltweit immer dieselben. Die Pharaonen, die Ältesten in Ägypten behaupten, ursprünglich seien sie herniedergekommen vom Himmel,
vom Firmament, und zwar vor etwa 14.000 Jahren. Die ersten Pharaonen waren alles gleichzeitig Abkömmlinge der Götter, die mit diesen hohen Schädeln hier, diesen deformierten Schädeln so. Die Götter waren durch die ganze Zeit immer Lehrmeister, auch wenn sie da und dort gewütet haben in Einzelfällen. Wenn ihr ein Experiment schiefgelaufen ist, haben sie es tatsächlich gemacht. Aber im Grunde genommen, wir brauchen keine Angst zu haben vor den Außerirdischen. Ich freue mich auf diesen Erstkontakt. Hallo, habe lang genug warten müssen. Das heißt, für Sie, aus Ihrer Sicht, heißt es noch 20 Jahre durchhalten und dann gehen Sie davon aus, so kurz über 100 gibt es Kontakt? Also ich schätze, dass ich das vermutlich nicht mehr erlebe, aus. Das geht dann sehr schnell. Wer weiß, Bro, wer weiß. Nicht den Kopf in den Sand stecken, mein Jutze. Da scheint es noch auf jeden Fall richtig klar zu sein. Komm mal, wir gehen ein bisschen ins Gym und so, ein bisschen noch, und dann kriegen wir dich schon wieder fit. Ich bin schon 83. Aber die junge Generation um mich herum, da die 20, 30-Jährigen, die werden das alle erleben. Selbstverständlich. Krass, Digga, der redet mit uns. Die nächsten 15, 20 Jahre ist das passiert. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie von den Außerirdischen, wenn sie denn kommen, vollkommen enttäuscht wären? Das kannst du nicht ausschließen. Aber nach dem, was ich aus der antiken Literatur weiß, eigentlich nicht. Und dazu noch ein Gedanke, schau. Ich habe jetzt Bücher geschrieben und habe Indizien präsentiert, die den Besuch von Außerirdischen unterstützen. So, ich habe so das Gefühl, ich muss gar nicht mehr lange Bücher schreiben, denn die Informationen kommen von selber. Auch diese Serien, die damit ja auch ins Kino gehen, im Fernsehen laufen, wie geschnitten Brot. Die Menschen haben eine Sehnsucht danach oder gucken sie das zumindest gerne an. Das ist das eine. Sieh, die Science-Fiction-Filme. Bluebeam. Gigantisch sind. Aber die Menschen schicken immer mehr Satelliten hinaus. Jetzt haben angeblich Mars-Satelliten. Also gibt es schon einige Themen, wo ich ihm auf jeden Fall widerspreche, so von meiner persönlichen Ansicht aktuell. Weißt du, wenn er über NASA redet und so und Mars, dies, das, bla bla bla, da bin ich ein bisschen anders eingestellt, hab da ein bisschen eine andere Meinung, so. Aber ist doch vollkommen okay. Die Mars-Oberfläche fotografiert. Haben wunderbare Bilder geschickt. Da angeblich. Findest auf dem Mars definitiv einen Steinkreis. Angeblich. Wir haben ihn nicht gemacht. Wir suchen nach natürlicher Erklärung. Der passt aber nicht. Noch toller, zwischen Mars und Jupiter, der Asteroidengürtel. Der größte Asteroid heißt Ceres, habe ich schon erwähnt, 930 Kilometer Durchmesser. Die amerikanische Sonde mit dem Namen Dawn hat nach etwa 9,5 Jahren Flug Ceres erreicht. Umkreist Ceres, schickt gestochen scharfe Bilder von der Oberfläche. Auf Ceres hast du definitiv, ohne jeden Zweifel, ein Rechteck im Boden und im Rechteck drin ein Quadrat in einer Ecke. Jetzt suchen wir nach natürlichen Erklärungen. Es gibt aber keine mehr. Wir hacken alles durch, was ist vernünftig. Da wir Menschen mit Sicherheit nie auf Ceres waren, muss es wohl irgendwer anders gewesen sein. So, die Informationen kommen sowieso auf uns zu. Wir würden besser endlich die Augen öffnen und auch die Presse spalten. Dann wären wir nicht mehr schockiert. Es gab ja auch das SETI-Programm. Ich weiß gar nicht, ob es noch aktiv ist. Ja. Können Sie mal sagen, auch die Raumfahrt oder die Kosmonautfahrt, je nachdem, in welchem Lager Sie sich damals befunden haben, hat sich ja damit beschäftigt, auf wen man theoretisch treffen würde, wenn man das tut, was andere vielleicht auch schon getan haben. Raumfahrt. Wie sieht es aus bei der NASA? Gibt es bei der NASA ernsthafte Wissenschaftler, die sich mit Außerirdischen beschäftigen? Oh ja, also der größere Teil der NASA. Da sind wir jetzt da bei der NASA, ja. Leute sind irgendwie Fan von Außerirdischen, aber natürlich Wissenschaftler und entsprechend skeptisch. Regierungsbeamte auch, ne? Wichtig auch hinzuweisen. Nicht nur Wissenschaftler. Und wer die Wissenschaft in der Hand hat, das haben wir ja gestern in dem WEF-Video gesehen. Man will nichts herausbringen, was die Menschheit verunsichern könnte. Aber schließt man es aus? Ja, auch nicht, was einem selber lächerlich macht. Schau, die SETI-Leute, also SETI, das sind vier Buchstaben, S-E-T-I, steht im Englischen für Search for Extraterrestrial Intelligence, die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Die SETI-Gruppe hat sich längstens, also von... Die SETI-Gruppe? Die große weltweite Astronomenfamilie hat einen Club, eine Vereinigung, die heißt IAU, International Astronomical Union. Darunter gibt es eine Unterabteilung, die SETI-Gruppe, Search for Extraterrestrial Intelligence. Die SETI-Gruppe hat jedes Jahr irgendwo in einem Hotel in irgendeinem Land eine Weltkonferenz. Da trifft man sich und diskutiert die neuesten Forschungen im Universum. Und da ist beschlossen worden, eine freiwillige Zensur. Wenn irgendeiner von uns SETI-Forscher im Teleskop einen klaren Hinweis hat auf Außerirdische, ein Signal oder irgendetwas, Kreatin 94 sagt, NASA ist ein Tauchverein. Fühl ich. Er darf damit nicht an die Öffentlichkeit. Er muss zuerst die und die Gruppe informieren, die und die Gruppe prüft. Das ist einer von wenigen Themen, wo ich mich wirklich als, da glaube ich, also da bin ich auch ein kleiner Verschwörungsmystiker so, weißt du? Die meisten Themen, über die wir reden, die sind logisch und gut erklärt und das sind keine wirklichen Verschwörungstheorien, weil die halt offensichtlich sind so.
Aber bei diesem NASA-Thema, Mond-Thema und so, da bin ich richtig drin so. Da sage ich, ey, da glaube ich an diese Verschwörung. So, da bin ich, aber ich nehme das auch nicht zu ernst, dass ich sage, ey, ich weiß alles und das ist safe, so wie ich denke. Da bin ich so auf diesem mystischen Verschwörungsvibe so. Da sage ich, ey, Bro, ich glaube nicht. Ich finde das auch lustig irgendwie, weißt du? Ich glaube euch nicht. NASA, ihr seid, nee. Nee, Bruder. Ihr verarscht uns. Und prüft zurück, hin und her, stimmt das Signal, stimmt was gehört worden ist, dann kommt die nächstgrößere Gruppe. Da kann ich euch auch nicht die heftigsten Argumente liefern und so einen Scheiß, da bin ich ein Verschwörungstheoretiker. Also das können auch die ganzen Hater, da könnt ihr mal wirklich dann auch ein Video drüber machen und dann könnt ihr auch sagen, ey, da hat er einen Aluhut auf, ja, hab ich, aber einen dicken sogar. Bis dann die Weltöffentlichkeit informiert wird, können Jahre vergehen und da werden in den Gruppen, da sind politische und religiöse Parteien dabei, ähnlich wie bei einem Fernseher, wird diskutiert, ist die Zeit überhaupt reif, das inzwischen rauszugeben. Also selbst wenn heute ein SETI-Forscher eindeutige Informationen hätte, wir sind nicht allein, wir würden es nicht erfahren, auch da nicht. Ja, von denjenigen, wenn ich mich jetzt mal eindenke in einen, sag ich mal, extrem reichen Menschen, der würde sich ja die Frage stellen, wenn er sich engagiert, ja, was es für ihn bringt. Was bringt es einem Außerirdischen, sich mit Menschen und der Erde zu beschäftigen? Kann er dieses Land ausbeuten oder ist das eher so ein Hobby? Ich habe ja, Menschen, also, was hast du? Also es wird den Außerirdischen vermutlich nicht viel bringen, außer dass sie die Intelligenz weitergeben. Schau, das Universum ist riesig, gigantisch. Jetzt haben wir schon geredet, Lichtjahre von einem Punkt zum anderen. Ich habe das Gefühl, es ist der Zweck des Menschen, uns, dass wir intelligent werden, Technologien entwickeln und mit der Technologie wieder Intelligenz weitergeben. An das nächste, an eine Besiedelung. Eine Besiedelung quasi. Aber die Besiedelung von Intelligenz. Das ist, wie gesagt, wie eine Art Schneeballsystem. Und deswegen würden sie uns... Dem würde ich, glaube ich, auch widersprechen mit dieser technischen Entwicklung, dass das da unser Ziel ist auf der Erde. So, ich glaube, unser Ziel ist es erstmal, uns fortzupflanzen und uns selbst zu realisieren. Das ist das größte Ziel, glaube ich, so. Dazu brauchst du keine technische Entwicklung. Ich glaube, die technische Entwicklung hat teilweise dazu beigetragen, dass Menschen sich nicht mehr richtig selbst realisieren, so. Bei diesen Themen würde ich gerne eigentlich mit ihm auch diskutieren. So ein Talk wäre schon mal nicht schlecht, so. Es gibt einige Sachen, wo wir uns widersprechen, aber was noch lange nicht heißt, dass wir nicht ein geiles Gespräch führen könnten, so, weißt du? Helfen, also was hat ein Ausländer davon, uns zu helfen? Er hilft uns mit der Technologie. Ich kannte den Ed Mitchell. Ed Mitchell ist der sechste Mann auf dem Mond gewesen, ein amerikanischer Astronaut. Recht gut, wir haben einige Diskussionen gehabt. Und er hat mir gesagt, Erich, heute bewegen sich zwei Sorten von UFOs um die Erde. Die eine Gruppe, das sind tatsächlich UFOs, das sind Fremde von fremden Sonnensystemen. Die andere UFO-Gruppe, das sind wir. Wir sind den Fremden noch weit hinterher in der Technologie. Aber das, was wir haben, haben wir von denen. Wir wissen, wie es geht. Es gibt den Professor Dr. Rich, der war lange Jahre, war er Direktor. Würde aber erklären, dass die NASA heutzutage sagt, dass wir die Technologie nicht mehr haben, um auf den Mond zu fliegen und es wäre ein Pain in the Ass, die wiederherzustellen, so. Vielleicht können wir das gar nicht, weil wir die von Außerirdischen haben. Ich spiele jetzt einfach mal mit hier. Von Skunk. Die Flugzeugfirma Lockheed in den USA ist eine Waffenschmiede, speziell für Flugzeughersteller. Und die haben eine geheime Abteilung, die heißt Skunk. Und der Mann, von dem ich jetzt rede, war lange Jahre Direktor. Und nach der Pensionierung, zwei Tage später, sagt er in einem Offiziersclub, wir hätten die Technologie, um zu den Sternen zu fliegen. Wir könnten E.T. heimbringen. Und ein junger Offizier sagt, das geht doch gar nicht, hallo. Wir haben Flüssigkeitstriebwerke, wie sollen wir zu den Sternen fliegen? Er sagt, wir wüssten, wie es geht, aber wir praktizieren es nicht. Und dann sagt der junge Offizier noch, aber das, selbst wenn, da geht ein Menschenleben drauf oder so. Er sagt, nein, es geht anders, es würde anders gehen. Wir wüssten, wie es geht. Von den Fremden. Also es gibt offenbar Kreise auf diesem Planeten, die haben Kontakt mit solchen Wesen. Ich selber übrigens nie. Ich habe noch nie ein UFO gesehen. Immer wenn der Däniken auftaucht, dann rauschen. Krass, der hat selber noch nie ein UFO gesehen? Ich schon. Bro, davon würde ich ihm gerne mal erzählen auch. Ich habe eins gesehen. Glauben Sie, dass für die dieses Leben, von dem Sie sprechen, Zeit eine andere Rolle spielt? Sehr, ja. Oder ist die Zeit so wie für uns oder ist Zeit was völlig anderes? Nein. Unsere Zeit ist sehr beschränkt. Wir werden alt. Unsere Zellen hören dann und dann auf zu funktionieren. Und ich nehme an, dass eine fremde Technologie das längstens hinter sich gebracht hat, dass die also Zellen haben, die Jahrhunderte lang werden. Ist das vielleicht eine künstliche Intelligenz, mit der wirst du tun? Nein, keine.
Ah, das ist schon ein bisschen jetzt hier dubios, würde ich sagen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Das geht jetzt so ein bisschen in die WEF Yuval Harari Richtung. Eigentlich müsste man mal recherchieren, ob der nicht, weil wir haben ja gehört, dass er damals in Davos sogar gearbeitet hat, ob der nicht auch mal da vielleicht auch heutzutage noch ab und zu Besuch ist, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ohne jemandem was zu unterstellen, weißt du? Die künstliche Intelligenz ist dann schon Roboter. Und die künstliche Intelligenz wird nie menschlich werden, nie. Die künstliche Intelligenz, die kann raffiniert sein, die kann blitzartig rechnen, die kann machen, also Dinge. Ich meine, die haben ein ähnliches Alter, die beiden Jungs, ne? Klausi und der Erich. Die wir nicht fertig bringen, aber sie kann nie fühlen. Um zu fühlen, brauchen sie Zellen, sie brauchen Hormone, sie brauchen Schwingungen. Hat der Computer nicht. Der Computer wird uns längstens überlegen sein, mit der künstlichen Intelligenz, mit Sprache etc. Aber er wird nie menschlich sein, er wird nie Gefühle haben. Okay, fühle ich. Funktionieren. Mhm. Mit 83 muss man sich ab und zu auch schon mal damit beschäftigen, dass man abberufen wird, um es mal höflich auszudrücken. Ja. Was glauben Sie, treten Sie irgendjemandem gegenüber? Also gibt es für Sie... Jetzt ist geil, Digga. Leben nach dem Tod und so. Was passiert nach dem Tod? Da bin ich jetzt auch gespannt, was seine Meinung ist. Zu einem Gott, der hinter alledem steht, wo sich dann alle irdischen und außerirdischen versammeln. Und der sagt, das war nur ein großes Spiel. Oder wie ist das für Sie? Als ich noch im Gymnasium war, in der katholischen Schule, da gab es jedes Jahr sogenannte Exerzitien. Exerzitien nennt man Einkehrtage. Also alle die Knaben, die da waren, durften 3 Tage lang nicht sprechen. Kein Wort reden, untereinander nicht schweigen. Krass. Essen etc. Und da kamen immer Gastdozenten, die uns Vorträge gehalten haben. In dem letzten Schuljahr dort waren so ein Gastdozent. Digga, was ist denn das für ein Konzept? Voll geil. Ein Dozent, der hat genau das gesagt. Ihr geht jetzt in den Urlaub und es könnte passieren, dass ihr von einer Sekunde auf die andere stirbt. Ein Auto überfährt euch, ein Blitz trifft euch und dann tretet ihr vor den großen, allmächtigen Gott. Und der große, allmächtige Gott, der entscheidet dann, will er euch hereinlassen in die Himmelspforte oder nicht. Ich war sehr beeindruckt als 18-Jähriger damals. Und nachts habe ich ungut geschlafen, dachte, halt mal, was passiert jetzt, wenn ich sterbe? Und ich trete tatsächlich vor diesen großen Gott und der sagt mir, du bist katholisch erzogen worden, du warst in katholischen Schulen, in guten Schulen, du hast dich daran gehalten, trete ein in mein Reich, du hast den Katholizismus verteidigt. Oder sagt er mir, du bist katholisch erzogen worden, in guten katholischen Schulen, aber ich habe dir genug Intelligenz gegeben, um zu merken, dass das und das nicht stimmt. Warum bist du nicht aufgestanden dagegen? Warum hast du nicht geforscht? Weiche von mir. Da habe ich mir plötzlich gesagt, das Junge, wenn ich jetzt sterben würde, ich glaube, der liebe Gott, an den ich glaube, der möchte wissen, dass ich Wissen vermehre, Wissen lerne und nicht Glaube. Glaube ist Sturheit, die mir vermittelt wird. Wissen. Und daher habe ich auch damals schon den Mut gegriffen, gegen meine eigene anerzogene Religion zu kämpfen. Sag, hallo, die Geschichten stimmen hier nicht, die wir so gemacht haben. Jetzt war wilde Ansicht auf jeden Fall. Nämlich, was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Ich finde, man kann es gut kombinieren, Glaube und Wissen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß. Also das eine schließt das andere nicht aus, weißt du? Glaube heißt nicht unbedingt, dass du stur bist, so. Aber ich glaube, es ist wichtig, ich glaube. Ich weiß, dass es wichtig ist zu glauben, für mich persönlich auf jeden Fall. Es ist nicht, ich glaube nicht an die Geschichte, nicht mehr an die Geschichte, dass irgendein Geist oder ein Gott vor uns steht wie ein Richter. Ich finde, also wir haben uns ja gestern das Video von Vera Birkenbiel auch reingezogen zum Thema Leben nach dem Tod oder was nach dem Tod passiert. Und da muss ich schon sagen, das geht sehr krass mit dem, was ich denke, einher. Falls ihr es nicht gesehen habt, checkt es mal ab. Leben nach dem Tod, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen werde, das Video. Mit Vera F. Birkenbiel auf jeden Fall. Da habe ich auch so ein bisschen meine Perspektive gegeben und so sehe ich das aktuell. Aber ich glaube, dass wir uns selber richten. Das war ein Teil auch, was sie gesagt hat. Sterben langsam und das Bewusstsein wird... Wir richten uns selber im Endeffekt an. ...irgendwie vergehen, sich vermutlich nicht ganz auflösen. Vielleicht ist das Bewusstsein eine Energiequelle, wo die Energiequellen, Energie löst sich nicht auf, eine andere Form annimmt. Das hielte ich noch für vernünftig, aber ich habe nicht den geringsten wissenschaftlichen Beweis dafür. Ja, klar. Ich glaube, wir richten uns selbst. Wenn wir sterben, dann fragen wir uns, was habe ich falsch gemacht im Leben? Was habe ich recht gemacht im Leben? Wenn ich jetzt noch länger leben könnte oder wiederkommen würde, würde ich das verbessern? Ich glaube, wir richten uns selber. Mhm. Gibt es für Sie etwas, wo Sie sagen, ja, das ist ein ganz persönliches Tabu, weil davor haben Sie Angst, dass Sie sich damit beschäftigen? Weil die Dinge, mit denen Sie sich beschäftigen, die anderen ja Angst machen, haben für Sie ja etwas Spielerisches. Gibt es für Sie etwas, wo Sie sagen, das ist für andere spielerisch und da haben Sie Angst davor? Eigentlich nicht. Nein, ich hatte ja... Angst ist eine Illusion. Wie so Milliarden andere Menschen. Immer so eine Spinnenphobie. Ich hatte immer Angst vor Spinnen. Krass. Und mit der bin ich fertig geworden, ohne dass ich Spinnen berührt habe. Ich habe einfach den Spinnen befohlen, haut ab. Ich bin stärker, mein Bewusstsein stärker. Haut ab, verschwindet auch mit irgendeinem Abend oder einem Traum.
eine Spinne, dann bilde ich mir ein, ich jage einen Blitz auf die, das Ding ist explodiert, ist weg, so, ich habe das Zeug nicht mehr. Und Angst habe ich eigentlich, ich wüsste nicht vor wem, jedenfalls nicht vor dem Tod. Angst hat man und fürchtet sich, wie stirbt man, wie mühsam ist das auf dem Theater. Aber Tod, okay, ein Übergang, irgendetwas anderes. Und so wichtig war man dann auch wieder nicht. Irgendwann sind wir alle. Mhm. Eine Frage, die sich mir immer stellt, wenn ich mich mit Ihnen beschäftige, weil Sie sich so mit so vielen auch technischen Details beschäftigen. Wenn du das Ego schon sterben lässt vorher, bevor du stirbst, dann hast du auf jeden Fall einen besseren Umgang mit dem Tod. So. Weil das Ego, ich glaube, das Ego ist eine Sache, wenn das groß ist, dann hat man umso mehr Angst vor dem Tod auch. Und überlegen, wie das wohl funktioniert hat oder funktionieren könnte. Sind Sie jemand, der technisch begabt ist? Nein, also ich bin nicht so gut im Hammer und Nägel einschlagen. Mhm. Natürlich kann oder dass Sie Ihr Auto selber reparieren oder was? Nein, auch nicht. Dazu bin ich eher zu faul. Mhm. Es ist eine Faulheit. Man könnte das schon, man könnte das alles lernen. Bin ich eigentlich nicht. Das heißt, Sie sind in Ihrer Fantasiewelt und da... Schau, ich lese unglaublich viel. Nach dem Interview gehe ich ins Büro. Ich habe etwa 2 Stunden Zeit und dann kommt der nächste Termin. In den 2 Stunden Zeit, ich habe 2 Bücher von Genetikern vor mir. Ich will wissen, was ist der neueste Stand der genetischen Forschung? Wie weit könnten wir ins Genom eindringen? Wie schnell dauert das? Dauert das monatelang? Oder können wir das in 4 Stunden machen? Etc. Mich interessiert das. Mich interessiert alles, was irgendwo archäologisch gefunden wird. Da findet man irgendeine neue Grube und dann findet man ein Loch und dann kommen die ersten Datierungen. Göbekli Tepe zum Beispiel in der Türkei. Göbekli Tepe. Ist plötzlich 20.000 Jahre alt. Brutal. Ist nicht mit jedem. Da muss ich hin, ja. Funktion her. Irgendwas Verrücktes taucht auch. Das interessiert mich. So, ich bin in meinem Gehirn immer lesen, 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 weiterbilden. Ist so. Du willst halt das Leben, der ist auf der Suche nach der Wahrheit und er will das Leben verstehen und den Menschen verstehen. Und diese, ich glaube auch, wenn wir uns freimachen würden von diesen ganzen Fake-Träumen, die wir im Kopf haben durch Beeinflussung, wäre das ein Interesse von allen Menschen, das Leben zu verstehen, den Menschen zu verstehen, die Historie zu verstehen, wer wir eigentlich wirklich sind zu verstehen. Wie kann man das nicht wollen, wenn du einer bist, weißt du? Wenn ich Zweifel habe, versuche mit den betreffenden Personen Kontakt aufzunehmen, erklärt mir das, ich begreife es nicht. Haben Sie Zeit für mich, Herr Professor? Wir sind alle eigentlich extrem wissbegierig als Menschen, so, weißt du? Wir wollen eigentlich alle viel wissen und uns neue Dinge beibringen und verstehen, was hier eigentlich abgeht und so. Das ist in uns verankert. Umgekehrt, ich will es einfach wissen, ich will es begreifen. Mhm. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das hat Ihnen... So wie wir als Kids mal waren, weißt du, wie ich meine? Da wollten wir auch ein Wissen unbedingt, uns Dinge aneignen, Dinge ausprobieren, neue Sachen. Oh shit, was ist hier, was geht da, was ist so? Das will ich jetzt mal im Mund nehmen, das will ich mal anfassen, da will ich mal langlaufen. So sind wir einfach. Wir sind Abenteurer eigentlich und lassen uns das dann halt raus indoktrinieren. Im Leben am meisten Spaß gemacht, also ist es das Forschen, ist es das... Ich will nur mal meine Frau verstehen, mehr nicht. Das ist einfach, Bro. Wenn du wirklich deine Frau verstehen willst, dann wirst du sie verstehen können. Aber du willst es nicht wirklich so. Du willst es nicht. Wenn du es willst, wirst du es tun können. Alles, was du verstehen möchtest, kannst du verstehen, wenn du dich richtig damit auseinandersetzt und halt mal wirklich in die Recherche reingehst. So. Weißt du, das habe ich auf jeden Fall in meinem Leben. Es gibt nichts, was du nicht lernen kannst. Lehren oder sind es auch vollkommen andere Dinge, die... Aber es war wahrscheinlich ein Joke gerade so, ne? Ich weiß, I know where you're coming from, bro. Mit dem, über was wir hier gesprochen haben, gar nichts zu tun haben. Also eine Seite von Erich von Dedigen, die Außenwelt gar nicht kennt. Ach, mich kennt man. Mein Gott, ich trinke ganz gerne ein Glas Wein am Abend in der Bar. Ich unterhalte mich gerne mit völlig Wildfremden. Das sieht man dem Cousin aber an, Alter. Den kann ich mir richtig vorstellen. Am Tresen schön 1-2 Gläser Wein, Dicker, und dann ist er da am Schwurbeln mit den Jungs. Menschen und so. Und ich genieße das Leben eigentlich, aber immer sehr im Beschränkten. Also meine Genussmittel sind immer in dem Rahmen, dass ich genau weiß, am anderen Tag willst du klipp und klar denken können. Techmo sagt gerade ja, aber ein bisschen Ernst war dabei. Dann erzähl mal, Digga, was hast du denn für ein Problem? Was verstehst du denn nicht? Geh nie besoffen ins Bett oder irgend sowas. Sind also ein sehr disziplinierter Mensch? Ja, ich habe einigermaßen Ordnung in meinem Kopf. Mhm. Kennen Sie eigentlich Langeweile? Die versuche ich zu vermeiden. Wir haben schon darüber geredet. Ferien, das Hinterletzte. Meine Frau geht jedes... Das Hinterletzte? Was für Ferien, Langer? In Urlaub, in den Sommer, hier im Süden. Und hier ist ekelhaft kalt, eigentlich würde ich... Er raucht sogar. Normal, Digga. Das hätte ich dir auch sagen können. Der gibt mir ein bisschen manchmal so Helmut Schmidt-Vibes, ne? Ich kann gerne mitgehen. Aber ich kann mir das einfach nicht leisten. Nicht finanziell. Ist mir wurscht, ob ich jetzt 5.000 Franken ausgebe. Aber die Zeit, was soll ich da? In einem Hotel rumhocken, in einem Liegestuhl, das ist unmöglich. Ich weiß nicht, wieso. Ist so, Digga, was sollen wir da machen, Bro? Wem willst du das erzählen? Das kannst du uns nicht erzählen, Digga, dass wir eine Woche lang einfach nichts machen sollen. So, hä? Mach selber. So,
Das erfüllt doch niemanden. Wie soll das dich erfüllen, wenn du 2 Wochen lang rumliegst und nichts machst? So? Für mich hört sich das an wie Depression. Weißt du, was ich meine? So? Nee, Digga, man hat doch immer Drive und Bock, was zu tun. Du hast nur keinen Bock, was zu tun, wenn dein Leben scheiße ist, so, oder dein Job oder die Dinge, die du normalerweise tust, dich nicht erfüllen und nicht geil sind, so. Aber wenn die Dinge, die du tust, dir Spaß machen und dir was geben, so, dann willst du immer was machen, weißt du? Millionen von Menschen das machen, ich kann es nicht. Ich bin dazu. Wenn sie sich... Mal einen Tag oder mal ein paar Stunden am Beach, so, geil, weißt du, mal kurz locker lassen, so. Aber 2 Wochen am Stück nichts machen, oder... Wenn Sie zurückblicken, 83 Jahre alt, das ist eine ganze Strecke und trotzdem geht die wahrscheinlich wahnsinnig schnell rum. Ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass die Zeit sich immer mehr beschleunigt. Und Sie sehen, wo Sie heute stehen. Hätten Sie damit gerechnet? Oder wundern Sie sich manchmal, wenn Sie auch sich in einem Buchladen selbst begegnen oder im Fernsehen, das bin ich. Gibt es Dinge, die an Ihnen fremd sind, die Ihnen selbst fremd sind vor sich selber? Mir sind die komischsten Sachen passiert. Also, irgendwann in einer Signierstunde sagte ein älterer Herr zu mir, ja, von Däniken, wissen Sie, ich kannte Ihren Vater noch. Völlig falsch. Ihr Vater hat das erste Buch geschrieben, Erinnerung an die Zukunft. Entschuldigung, das mache ich. Das war nicht der Fall. Oder in den USA, da hast du Vorträge, da sind oft 5000 Leute und mehr und hinterher Signierstunden. Und da kommen reizende Menschen und ich frage sie immer, nicht einfach aus Langeweile, ich möchte wissen, wer ist das? Was machen Sie beruflich? Ich frage immer zurück, ein paar Worte könnte man. Und viele Leute kommen aus dem Niveau von Akademikern. Nicht alle, es gibt auch Taxichauffeure. Schon ein cooler Mann, Digga, ich schwör's dir so. Overall. Einfach, Leute. Natürlich hat man nicht immer die gleiche Meinung und so, aber irgendwie hat der Vibes, der Cousin. Und viele sagen mir dann, Herr von Däniken, Ihr Buch Erinnern an die Zukunft, auf Englisch heißt das Chariots of the Gods, hat mein Leben verändert, hat mein Denken verändert. Wegen Ihnen bin ich das oder das geworden. Es schlug ja auch damals wirklich ein wie ein Meteor, muss man sagen. Ja, schlug ein wie eine Bombe, ja. Wurde dann sehr schnell kritisiert, wie gesagt, was zum Leben gehört, völlig normal ist und so. Ich betrachte das Ganze, was ich mache, so, schau, es gibt Politiker in jedem Land und in jeder Partei und es gibt Menschen, die mögen die Politiker und andere Menschen, die mögen dieselben Politiker nicht. Also irgendwer mag sein, Herr XY ist doch eine Sensation, eine Kanone. Und andere Menschen sagen, Herr XY ist ein Trottel. Dabei ist immer derselbe Herr XY, je nachdem, wie du ihn kennst. So. Und das ist bei Erich von Däniken genauso. Es gibt Menschen, die finden... Oh, sorry. Der Cousin, Digga, Techmo. Guck mal, sie sagt, ich soll nach der Arbeit einfach chillen, aber wenn ich chille, dann schimpft sie, weil ich nicht den Haushalt mache. Bro. Hey, Digga. Das ist witzig, Bro, Schwester. Das, was der macht, ist ja nicht ganz toll. Er verdient Bewunderung und Beachtung. Und andere sagen, das, was der macht, ist doch ein fertiger Blödsinn. Was redet der für einen Unsinn daher? Das ist das Normale in diesem Leben. Wer das nicht begriffen hat, soll nicht an die Öffentlichkeit. Was du verstehen musst, Bruder, ist, Frauen wissen selber nicht, was sie wollen. Die sagen was, aber wollen was ganz anderes. So, das ist ein Grundsatz, den du eigentlich immer anwenden kannst. Weißt du, wie ich meine? Deswegen musst du sie besser verstehen, als sie sich selbst versteht. Dann hast du den Key. Das heißt, sie werben auch mit dem, was sie von sich geben, das, was sie denken, was sie äußern, für Toleranz? Gott sei Dank, das mache ich immer. Ich werbe auch für die andere Ansicht. Also irgendwer erklärt mir, hallo, da und da ist diese Erklärungsmöglichkeit, die nicht unbedingt meiner entspricht. Das ist eine andere Variante. Herr von Däniken, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Letzte Frage, was machen Sie denn jetzt? Jetzt anschließend? Ja. Jetzt gehe ich. Die beiden Bücher lesen, oder? Ins Büro. Bin gerade an 2 Büchern über Genetik. So. Wie lesen Sie? Und danach? Und heute Abend habe ich ein Nachtessen mit irgendeinem Herrn aus Russland, den ich nicht kenne, den ich kennenlerne. Und dieser Herr aus Russland will mir irgendwelche Vorschläge machen über den Park, über dem wir gerade sitzen, wie man das modernisieren könnte. Mhm. Ich bin gespannt auf das Gespräch. Erich von Däniken, ich bedanke mich ganz. Bester Mann, ja. Herzlich für Ihre Zeit. Sie leiden nicht unter Arbeitslosigkeit. Putin. Und Sie haben sich diese Zeit hier aus den Rippen geschnitten und gehen gleich wieder zum nächsten Beruf über. Das heißt, Sie bleiben in Ihrem Beruf. Sie sind jemand, wo ich sagen muss, mit 83 topfrisch und Respekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jemals in Rente gehen wollten oder würden. Danke für die Zeit. Danke Ihrerseits. Die Götter lieben mich. Das kann man sehen. Das war eine weitere Ausgabe von Boulevard. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. So.
Bester Mann. Zwei sehr gute, starke Männer so. Richtig geiler Talk, richtig cooles Interview. Habe ich enjoyed auf jeden Fall. Ist eine Sache, Digga, so, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mehr zu Ende durchgezogen habe, aber ich bin froh, dass ich wieder drauf gestoßen bin. Liebe geht auf jeden Fall raus an die ganze Community. Ich habe Respekt vor diesen beiden Männern und schreibt eure Gedanken unten in die Kommentare rein. Man muss nicht immer einer Meinung sein, so. Weißt du, wie ich meine? Das ist eine Sache, so, wo ich sagen will, egal, selbst wenn einer komplett anderer Meinung ist, kann man trotzdem Respekt vor den Menschen haben und wertschätzen, was die sind und wie die sind und was sie sich angeeignet haben und diese ganzen Sachen. Und so einer bin ich auf jeden Fall. Ich kann viele Arten von Menschen respektieren, auch wenn sie anderer Meinung sind. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.